Herzlich willkommen bei Anpfiff, dem Sporttalk am Freitag. Heute zeichnen wir auf im Medienhaus Bauer. Zu Gast sind heute Mirsad Efendic vom SV Hochlar und Stefan Oertra von der Spielvereinigung Erkenschwick. Vielen Dank erstmal, dass ihr da seid. Und Henry und ich unterhalten uns heute mit den beiden. Ja, Stefan, fangen wir mit dir an und mit der Spielvereinigung Erkenschwick. Du bist zurückgekehrt nach 5 Jahren beim TuS Haltern. Du hast gesagt, das hätte sich angefühlt wie nach Hause kommen. Ein Stück weit für dich. Ja. Ich glaube, ich habe ja 7 Jahre dort gespielt und habe natürlich auch sehr, sehr schöne Zeiten dort gehabt. Ist natürlich auch ein Verein, der sehr, sehr viele Zuschauer hat, ne? Viele Leute, die halt noch mit dem Verein sympathisieren, wo es halt Spaß macht, dort Fußball zu spielen. Und gefühlt so, wenn man dann zum ersten Training wieder geht und guckt so auf den Kunstrasen oder macht auch mal so einen kleinen Blick ins Stadion oder so, so dann kommt direkt so diese alte Atmosphäre von früher natürlich wieder hoch und deswegen war es für mich quasi wie nach Hause kommen. Klar habe ich beim TuS Haltern wunderschöne Jahre gehabt, auch meine vielleicht sportlich erfolgreichste mit einem Aufstieg in die Regionalliga, aber doch so die Spielvereinigung Erkenschwick, klar, wenn man da die Anfangszeit seines Seniorenlebens sozusagen verbringt und immer spielen durfte, und auch immer Spaß hatte, dann war es halt für mich wie nach Hause kommen. Ne? Also hat schon Spaß gemacht. Ja. Gab es auch Unterschiede zu damals, wo du sofort gedacht hast, oh, das war früher aber anders? Tatsächlich eigentlich kaum. Also okay. Lustigerweise war mein Platz der gleiche in der Kabine wie noch vor 6 Jahren. Ich weiß nicht, ob es mit Absicht irgendwie mein Schild da hingehangen wurde, aber ja. Ich kam rein und ich denke, warte mal. Da saß ich doch schon mal so ungefähr. Also es war irgendwie gefühlt, klar, man hat natürlich andere Jungs dabei, ein anderer Trainer, aber ansonsten so das generelle Leben dort ist halt immer noch das Gleiche. Ne? Also von daher, ich war zufrieden, als ich da angekommen bin. Wie sieht es jetzt aus mit deiner Zufriedenheit? Ihr habt eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ne? Ich glaube, eine Niederlage nur und sonst auch Oberligisten geschlagen. Dann kamen aber jetzt 3 Niederlagen in der Meisterschaft zum Start. Ja, man sagt ja immer, wenn die Vorbereitung zu gut läuft, dann ist es auch immer nicht so gut. Will ich jetzt aber da jetzt gar nicht in Bezug zu nehmen. Ich glaube, wir haben zu Beginn mit einem ersten Spiel in Gievenbeck, glaube ich, wo wir ein, zwei doofe Fehler machen und die zu Gegentoren führen, dann kriegen wir eine rote Karte, die uns natürlich dann auch noch zusätzlich schwächt, gerade für die nächsten Spiele. Zweites Spiel gegen Espelkamp, die ja so eine Millionentruppe haben. Ich meine, wenn man einen Drittligakapitän vom SCFL verpflichtet, dann heißt das schon mal was. Ne? Und da haben wir eigentlich auch die Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen. Aber auch wieder durch individuelle Fehler ein Gegentor kassiert, nach 30 Minuten gelb-rot, also wieder in Unterzahl. Ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Dann kommen Verletzten hinzu, dass wir, glaube ich, beim Spiel gegen Lünen, ich glaube, 4 Spieler auf der Bank hatten. Davon waren 2 A-Jugendliche gefühlt und unser sportlicher Leiter, der nach 1,5 Jahren mal endlich wieder Fußball spielen kann, was mich ja freut. Aber ist natürlich dann keine perfekte Vorbereitung auf ein Westfalenligaspiel. Ja. Ne? Deswegen, da kommen halt im Moment ganz, ganz viele Faktoren hinzu. Uns fehlt so ein bisschen das nötige Spielglück, dass bei uns mal dann einfach so ein abgefälschtes Ding reingeht, wie bei Lünen dann halt so ein Freistoß, der dann halt abgefälscht auf einmal reingeht. Bei uns klappt es im Moment nicht. Und da müssen wir halt einfach weitermachen. Also es war jetzt nicht so, dass wir ein Spiel verloren haben, weil der Gegner uns an die Wand gespielt hat. Ja. Also wir haben die Gegner zu Fehlern oder mit unseren Fehlern eingeladen zu Toren und das müssen wir halt abstellen und dann werden bei uns auch die Punkte kommen. Also da mache ich mir keine Sorgen. Okay. Vielleicht nochmal, du hast es ja gerade selber angesprochen, im Umfeld der Spielvereinigung herrscht eine große Sehnsucht nach etwas größerem Fußball wieder. Ne? Da spielt natürlich auch die glorreiche Vergangenheit eine Rolle. Kannst du dir das vorstellen in den nächsten Jahren wieder oder muss man da grundlegend neu ansetzen oder was können Wege sein dorthin? Ich meine, du hast gerade angesprochen, ich glaube, ihr habt ziemlich viele Spieler aus der eigenen A-Jugend mittlerweile im Kader der ersten Mannschaft. Ist das so der Weg, der wieder dorthin führen könnte? Ja, also ich glaube, dass natürlich die Spielvereinigung Erkenschwick eine gewisse Sehnsucht vielleicht nach der Oberliga hat, wo ja auch die Spielvereinigung hingehört. Das muss man halt klipp und klar einfach so sagen. Also die Spielvereinigung gehört in der Oberliga mit Westfalia Herne, mit, weiß ich nicht, Gütersloh und wie sie nicht alle heißen. Da gehört die Spielvereinigung hin. Vielleicht muss man aber auch dazu sagen, die letzte Saison hatte die Spielvereinigung einen einigermaßen großen Umbruch. Es wurden aber nur 8 Spiele gespielt. Das heißt, dieser Umbruch ist ja jetzt nicht, dass die sich jetzt ein Jahr einspielen konnten. Ja. Die konnten sich 8 Spiele einspielen und dann war die Saison beendet. So. Und nach den 8 Spielen standen sogar gut da. Ne? So, die standen halt sogar gut da, also waren Zweiter. So jetzt, klar, wurde dann natürlich noch mal ein bisschen aufgerüstet mit Jan Binias, dann bin ich dazugekommen. Und dann
entsteht natürlich im Umfeld so eine Erwartungshaltung, ja, wir müssen jetzt hoch oder keine Ahnung. Man muss mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also der Umbruch geht seit einem Jahr. Wenn man sieht, dass da 8 Monate Pause dazwischen waren, dann muss man halt auch mal ein bisschen überlegen, okay, vielleicht muss man denen einfach mal ein bisschen Zeit geben. Ja. Dass man in Erkenschwick größtenteils nicht so viel Zeit hat, das liegt dann halt am Umfeld, dass die Zuschauer natürlich dann immer ein bisschen andere Sachen vorhaben. Aber ja, da muss man halt einfach ein bisschen abwarten. Ja. Nur jetzt so langsam müssten wir halt Punkte holen, das ist richtig. Ja. Gegen wen geht es am Sonntag und wie sieht es da aus? Gegen Grün-Weiß-Nottuln ja. Sind, glaube ich, aktuell Zweite. Von daher 7 Punkte geholt. Ich glaube, wird wieder ein hartes Stück Arbeit, weil von den Verletzten bei uns kommen, glaube ich, kaum welche zurück. Mhm. Heißt, wir werden wieder einen kleinen Kader haben und ja, müssen halt zusehen, dass wir Punkte holen, egal wie. Die vielen Verletzten, ist das auch eine Folge von Corona oder wie nimmst du das wahr? Kann natürlich sein, ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Jungs sich innerhalb der 8 Monate irgendwie selber fit gehalten haben. Klar hatten wir, glaube ich, 8 Wochen Vorbereitung. Mhm. Aber wenn man halt 8 Monate Pause hatte, das ist nicht so einfach. Also ich glaube, ich spreche da selber aus Erfahrung. Ich bin kein Typ, der sich extrem motivieren kann und selber dann irgendwie losgeht und 4-mal die Woche laufen mhm. geht. Ich habe selber in der Vorbereitung oder in den 8 Monaten, glaube ich, 8 Kilo zugenommen, mhm. muss ich dazu sagen. Jetzt so langsam wird es wieder ein bisschen weniger, alles gut. Aber ob es damit was zu tun hat, weiß ich nicht. Ja. Also es sind halt größtenteils muskuläre Verletzungen. Kann man natürlich jetzt auf Corona schieben, ja. Aber ja, woran es genau liegt, ja. schwierig. Wobei, Henry, du hast gerade im Vorgespräch auch erzählt, bei dir, du hast auch viele Verletzte im Moment beim SC Mal haben, da sind es dann größtenteils eben nicht muskuläre Verletzungen, ne? Nee, wir haben muskuläre Verletzungen eigentlich eine und die Reste sind so Brüche vom letzten Jahr, Verletzungen vom letzten Jahr, die noch mittragen in diesem Jahr. Auch eine längere Vorbereitung natürlich gemacht, aber ja, bei uns ist wie im jeden Verein, ich glaube, bei Hochler wird es nicht viel anders sein, überhört man Trainer mit Verletzte. Die noch nicht wiederkommen. Aber einen Erfolg hatte er doch letztes Jahr gegen Schermbeck, meine ich, ne? Ja. Ja, ich höre das. Der Erfolg war natürlich schön, klar. Mhm. Wir haben natürlich auch gedacht, dass wir durch diesen Pokalerfolg so ein bisschen den Aufwind da Feuer für die Meisterschaft mitnehmen können. Gut, dann kriegen wir halt nach, weiß ich nicht, 7 Minuten gegen Lünen 1-0 und dann ist natürlich wieder so dieses Gefühl da, boah, es geht dann wieder von vorne los. Da war der Pokalerfolg gegen Schermbeck im Prinzip aus den Köpfen wieder weg, ne? Aber man nimmt dich, das Phantom, habe ich mal gehört, 90. Minute, du schlägst wieder zu. Nachspielzeit gegen Schermbeck, das 1-1. Ja. Das ist in der Vergangenheit, glaube ich, häufiger bei mir mal vorgekommen, dass man mich vielleicht relativ lange im Spiel nicht gesehen hat, aber ich dann halt irgendwann mal glücklicherweise irgendwo richtig stand und dann ein Tor gemacht hat. Ne? Bist eigentlich eine Killer auf dem Platz, ne? Ja. Bist ab und zu faul, habe ich mal gehört, aber du stehst immer auf die richtige Stelle und machst dann die Entscheidung im Spiel meistens, ne? Ja, also in den vergangenen Jahren war es oft so, dass ich mir vielleicht ein bisschen diese Pausen im Spiel genommen habe. Ja, meine Jungs, egal wer mit wem ich zusammengespielt habe, die wussten das halt auch. Die wussten halt, okay, der läuft nicht so häufig. Aber wenn es drauf ankommt, können wir uns auf ihn verlassen. Das war halt auch die letzten Jahre so. Ich hoffe halt, dass das auch noch so weitergeht und dass ich jetzt nicht nur noch der Faule bin, der dann auf einmal nicht mehr trifft. Deswegen, aber ich denke mal, das kommt schon wieder. Ich habe unheimlich viel Respekt für dich, weil wenn ich deine Daten angucke, ne, du hast in 391 Spiele bei Erkenschwick, hast du 270 Buden gemacht. Also das sind nicht viele Leute, die das schaffen. Ich habe das mal nachgeguckt für dich. 371 Spiele, 270 Tore, also das ist schon eine Marke. Ne? Keine schlechte Quote, glaube ich. Dreifache Torschütze in der Oberliga, einmal in der Westfalenliga Torschützenkönig, also Meset. Richtiger Stürmer. Ja, das ist ein super Stürmer, ne? Also wieso nie zum Profifußball? Ja. Gute Frage. Ich habe nie wirklich ein Angebot bekommen, wo ich gesagt habe, jo, das muss ich jetzt machen. Es gab mal so lose Anfragen. Ich hatte damals, glaube ich, mit 21 war ich beim Probetraining auf Schalke in der U23. Man sieht, wo der Verein jetzt steht, ne? Wenn die solche Leute wie dich... Damals war es halt so, dass wir gerade, da bin ich gerade nach Erkenschwick gewechselt und da kam diese Anfrage von Schalke und wollten mich halt gerne zum Probetraining einladen, hätten mich gerne möglicherweise im Winter verpflichten wollen. Aber Erkenschwick hat halt damals gesagt, nee, ihr könnt ihn gerne verpflichten, aber kostet. Ja, ja. Und da hat natürlich dann ein Verein wie Schalke, die natürlich Möglichkeiten haben, die sagen, okay, bevor wir jetzt Geld für jemanden von aus einer Westfalenliga ausgeben, können wir auch jemanden woanders herholen, der möglicherweise genauso gut ist und uns nichts kostet. Ne? So, und deswegen war damals so ein bisschen der Weg dazu.
Und danach die Jahre kam halt nie so ein Angebot, wo ich sage, das muss ich jetzt machen, das lohnt sich jetzt, ne? Es gab immer mal Anfragen, ob, weiß ich, Fortuna Köln hat mich mal Ja. angerufen, aber das war, dann war ich in der Ausbildung, da musste man auch immer überlegen, was hat jetzt Priorität? Mache ich jetzt meine Ausbildung zu Ende oder breche ich jetzt meine Ausbildung ab, um irgendwo in der Regionalliga Fußball zu spielen? Ich kenne genug Beispiele, die dann 10 Jahre Regionalliga spielen und dann nach mit 30 sagen, ja, Ja, und was mache ich jetzt? wo stehe ich jetzt hier im Ne, Leben? das ist halt so der Punkt. Und ich bin dann halt vielleicht den sichereren Weg gegangen. Im Nachgang kann ich sagen, ich habe viel Spaß gehabt. Ich durfte auch Regionalliga spielen. Von daher war es jetzt nicht das Schlimmste, was mir passiert ist. Ja, weil du hast schon deine komplette Jugend Westfalia Herne. Ja, dann natürlich die 7 Jahre Ergeschwick, dann die 5 Jahre Tuss-Halten, sogar noch die Regionalliga, ne? Wer war der erste Torschützenkönig von Tuss-Halten in der Regionalliga? Ja, ich habe das erste Tor 28. beim, Juli, ne, ja, 2019. gegen die Sportfreunde Lotte, Ja. Drittliga-Absteiger. Das Ja. war schon eins meiner Highlights, sage ich jetzt Ja. einfach mal. Ich meine, wenn man dann halt als TuS-Haltern am See zur Sportfreunde Lotte zum Drittliga-Absteiger Ja. fährt und da dann 1-0 gewinnt und man selber macht dann halt das Tor, das macht natürlich dann schon Spaß, ne? Und da waren sogar auch, ich weiß gar nicht, 150 Halterner oder so bestimmt da. Ja. Also das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht, ne? Ja. Spaß hat es auch in Mallorca, ne? Wie? Ja, schon, ja. Das ein oder andere Mal, ja, bestimmt. Zahnbürste? Zahnbürste. Ja. Ich war Ja. mal Kann sein, dass ich die vielleicht mal letzte Woche irgendwann mit mal jemand vergessen habe. zusammen, da Ja. bin ich noch ein bisschen nachgeplaudert Ja. und der erzählte mir eine Geschichte über, gehe ich doch mit den Ö im Urlaub nach Mallorca, sind wir da im Zimmer, sagt er abends zu mir, ey Timo, hast du eine Zahnbürste für mich? Kennst du die Geschichte noch? Tatsächlich, Ja. ja. Die kenne ich. Und Also, hat der Timo dir darauf geantwortet? Weißt du das noch? Ich weiß. ich weiß, was ich ihm Ja? darauf geantwortet habe. Ja. Vielleicht kurz zur Erklärung: Da ich arbeitstechnisch und fußballtechnisch immer relativ wenig Zeit habe Ja. oder hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich meiner Mutter immer Ja, vorher genau. gesagt: Hör Mama. mal, kannst du mal irgendwie mir so ein paar Drogerieartikel, die man halt so braucht, ne? Mal so ein bisschen, weiß ich nicht, Sonnencreme, die ich dann sowieso nie benutzt habe, aber ne, so ein paar Sachen halt mal einkaufen. Ja, und leider hat sie tatsächlich die Zahnbürste Den vergessen Zahnbürste und ich habe vergessen, dann einfach den Beutel mitgenommen und ja, meine Aussage war dann halt zum Timo, ja, ich müsste mal vielleicht mir mit dir eine Zahnbürste teilen genau, heute, ja. weil meine Mutter mir vergessen hat, eine zu kaufen. Und Ja. fand er natürlich sehr amüsant, Ja, ja, genau. aber gut, mein Gott. Ja, da hat er die nach unten geschickt, da geht nach unten und er hat dir die Frage gestellt, hast du Schlipse dabei? Schlippe dabei, ne? Ja, Unterwäsche. Ja, Unterhosen hatte ich dann tatsächlich genau, bei, ja. ja. Die habe ich dann doch selber eingepackt, ja. Ja. Das hat funktioniert, ja. Timo kennst du gut, ne? Guter Ja, Freund von dir. kennen uns Fußballfreund jetzt. oder privat? Ja, beides. Ja. Kennen uns jetzt seit, ja, seit Was? ich in Ergenschwick gespielt habe, seit 2009, Kannst du dich also. noch erinnern, den letzten Spieltag in Ergenschwick von Timo? In Erntebruck war das. Das letzte Ja. Spiel bei euch, was war da los? Ja, sehr emotional, Ja. ne? Also ich glaube, das waren ja einige Spieler, die uns damals so ein bisschen verlassen haben. Aber wenn man dann halt so wie ich mit Timo nicht nur dreimal die Woche beim Training und beim Spiel, sondern auch privat viel miteinander zu Ja. tun hat und er dann halt den Verein verlässt, das war natürlich schon sehr emotional, ne? Also da ist auch die ein oder andere Träne geflossen. Genau, ja. Weil klar, wenn dann halt ein Freund geht, ist das immer ein bisschen schwierig, ne? Weil Ja, man sich zum dann anderen Freien wechseln. zum anderen Verein Ja, wechselt, ja. klar. Und man sich dann vielleicht demnächst mal als Gegner oder so begegnet, ist schon sehr emotional gewesen, muss ich schon sagen. Also mit einer der emotionalsten Momente. Ja, er hat mir erzählt, ihr habt nach dem Spiel bestimmt eine Stunde, 1,5 Stunden gegen der Wand gesessen zusammen und Träne geheult, ne? Ja. Zusammen geweint Ja. und danach im Bus ein Bier Ja, das getrunken. sind doch schöne Sachen. Ne? So Ja. einen großen Spieler erwartet man eigentlich, ja, die meisten kennen dich vielleicht nur vom Spielen, aber sonst eigentlich nicht. Und viele haben dann so eine Erwartung. Und das ist dann immer so eine Geschichte, wenn man auch das Menschliche noch dazu hat, ne? Weil es nicht nur der Oberliga-Top-Stürmer gibt. Aber auch so die Gefühle da für Mitspieler. So. Absolut, absolut. Ja. Also, ob es ein Sebastian Westdorf war, der gegangen ist, dann Ja. später war es genau dasselbe. Ob es mein Abschied in Erkenschwick war, also. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass wir bei unserem letzten Auswärtsspiel in Gütersloh, glaube ich, mit allen Spielern auf der Tribüne auf dem Zaun standen und die Fans haben geheult, wir haben alle Ja. geheult und ja, war halt schon sehr emotional, ne? Aber sowas vergisst man nie wieder. Nein, absolut Das nicht. sind. Also es gibt Situationen, die werde ich nie vergessen. Ob es mein letztes Spiel dann war in Erkenschwick, dass wir zu Hause gegen Siegen gewonnen haben, wo wir dann noch hören, wir wären theoretisch in die Regionalliga aufgestiegen Ja, als das sind wir auch Tabellenzweiter. noch dran, ne? Ja, da sind schon einige Tränen geflossen dann am Ende, ne? Muss man halt Das einfach so gibt's. sagen.
Ja, auch bei Tussauds spricht man mit unheimlich viel Respekt über dich. Ne? Das heißt, Kopcina, dann habe ich gelesen, das Interview von dem, wer dich da, also den Respekt und so sieht man da gegenüber dich, ne? Dass du ein Typ bist auf Platz und 100% dich gibst für den Verein. Ne? Ja, das habe ich aber immer gemacht. Also wenn der Fußball ist für mich immer die Ja. Nummer eins in meinem Leben gewesen und wenn ich halt irgendwas gemacht habe, dann habe ich es richtig gemacht. Ne? Also nicht irgendwie halb, sondern immer nur Vollgas. Was ist für dich das einfache Tor? Wenn du die Zeit hast, auf den Torwart Auf zuzulaufen, gar keinen Fall. nee, weil das Nein. sind viele, die haben da Kann ich nicht. richtig Probleme damit. Die meisten machen im Kopf einfach die Entscheidung und Ruud Also van Nistelrooy damals hat immer ich darf gesagt, bei nicht mehr Real als zwei Madrid, Kontakte haben, glaube ich. ja, wo der bei Real Madrid und Manchester United spielte, hat er gesagt, das schwierigste Tor, was ich mache, ist den langen Weg zum Torwart, weil man ist am Überlegen, meistens wird das bestimmt auch. Er sagt, das Beste, was ich machen könnte, sagt, der Flanke oder den Ball im 16 Meter. Ja, wie kommt Bei das? mir ist auch so. Ja. Wenn ich lange Ball im Fuß habe, Ja, dann überlegt eins man gegen dann eins, und dann ja. man überlegt, glaube ich, schon, wohin man hingeht zum ja. Jubeln oder so, keine Ahnung. Oder man denkt sich, ich gehe jetzt rechts am Torwart vorbei, dann springt er auf einmal dahin, ja, und dann steht man da. Also für mich mehr als drei Ballkontakte ist schwierig. Also dann lieber Ja. einmal annehmen, schießen und Glück haben, dass er reingeht, aber oder direkt irgendwie, aber dieses lange Laufen ist immer schwierig. Also ein Torwart, wo du so, sag mal, so eine spezielle Erinnerung, klar, Tor von Tussauds, aber was du selbst sagst, boah, das war mein geilstes Tor, das schönste Tor, was ich jemals geschossen habe, oder? Es waren Boah, natürlich sehr viele bei dir, waren ne? sehr viele, Ja. ja. Also ich glaube, ein Ja. Tor, was ich halt damals gemacht habe, war, glaube ich, in Erkenschwick gegen Sus Stadlohn. Da wurde ich dann sogar, oder das hat damals der Kameramann, der uns da immer gefilmt hat, zur ARD geschickt. Da war ich dann sogar bei der Sportschau beim Tor des Monats. Habe ich irgendwie aus, weiß ich nicht, 45 Metern mit links so einen Lupfer über den Torwart drüber gemacht. Das war, glaube ich, so mit eins der schönsten Tore. Aber ich glaube, so schön ist immer, wenn man dadurch irgendwie ein Spiel gewinnt. Ich glaube, das Spiel haben wir Ja. damals sogar 1-1 gespielt. Also hat das Tor jetzt, war zwar schön, aber hat halt nicht zum Sieg geführt. Ich glaube, da gibt es auch ganz andere Tore, ob es jetzt beim ersten Jahr in Haltern, beim 2-0-Entscheidungsspiel gegen Delbrück, wo ich zwei Tore gemacht habe, da ist es natürlich das zweite Tor, Ja. was dann quasi den Deckel drauf macht und wir steigen in die Oberliga auf. Das ist natürlich dann nochmal was Besonderes halt, ne? Auch wenn es jetzt kein schönes Tor war, aber es hat halt den Aufstieg perfekt gemacht, ne? Ja. Das ist für mich halt Also wichtiger wichtig, ja. als wenn ich jetzt einen Fallrückzieher, weiß ich nicht, aus 30 Meter ins Tor schieße, ne? Kopfball oder Beine? Kopfball nicht, Beine, Beine. ja. Kopfball ist nicht so meins, werden auch alle, die mich kennen, bestätigen Ja. können, ja. Also das ist mehr Glück als Verstand meistens, wenn Okay, ich ein Kopfballtor mache. ja. Ja. Mir seid auch du bist ein Torjäger beim SV Hochla im Moment. Du bist vor einigen Wochen wegen einer anderen Aktion, wir wissen zwar, dass du viele Tore machst, aber du bist wegen einer anderen Aktion auch noch in den Mittelpunkt gerückt, und zwar wegen einer Fairplay-Aktion. Vielleicht kannst du noch mal erzählen. Ich glaube, es war im Derby gegen Leusberg, was da Ja, passiert ist. das war bei uns, bei Hochla. Ja, war 0-0. Ich hatte Ball im 16er. Und danach, ja, ich wollte Foul haben, aber ja, das war keine Foul. Okay. Aber Schiri hat gepfiffen. Und danach, ich habe zu Schiri gegangen. Ich habe gesagt, ja, das war kein Elfmeter. Stand von 0-0. Das war 0-0 und das war letzte Minute, erste Halbzeit. Okay. Wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, ne? Das Ding Ja, zu machen. Mein Spieler hat gefragt, ja, ob war Elfmeter? Ich habe gesagt, nein, war kein Elfmeter. Ja, und am Ende, ich habe zwei Tore gemacht, wir haben gewonnen, alle sind Ja. zufrieden. Ja, danach viele Leute haben mich gefragt, ja, warum hast du so gemacht? Bei 0-0, bei 3-0 oder bei 4-0 kann man schon machen, Ja. aber für mich ist es egal, ob 0-0 steht oder 4-0 oder 3-0. Ja, wenn kein Elfmeter ist, kein Elfmeter. Okay, also. Aber du siehst ja auch an den Reaktionen, die du darauf bekommen hast, da gibt es ganz andere Meinungen, die sagen, da muss man clever sein, Elfmeter. Ja, aber Phil hat mir gratuliert. So. Sie hat gesagt, ja, gute Aktion von mir. Aber Phil hat auch gesagt, ja, bei 0-0 macht man nicht so. Oder bei anderer Mannschaft oder nächstes Mal, dass sie nichts sage. So. Weißt du Ja. schon, wie ich das nächste Mal verhältst, wenn sowas passiert? Ja, wenn kein Elfmeter, was Okay. soll ich sagen? Ja, Ja, nein, muss man den Hut für ziehen. Ne? ja, auf jeden Also Fall. ich glaube, Ja. 99% werden es, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, ob das jetzt Trainer sind oder Spieler, die werden alle den Elfmeter gerne haben. Ja, wir kennen uns natürlich von Hochle. Ich habe dich damals gesehen in der zweiten Mannschaft und nach zwei Trainings habe ich schon gesagt, der kommt hoch. Weil, ja, bist schon Torschützenkönig. Ja. Hast
Zeit noch in Österreich verbracht, ne? Wo du da noch aus Bosnien kamst. Ne? Ja, ich war ein Jahr in Österreich auch, in sechster Liga gespielt. So, und wegen meiner Visum, ich könnte nicht weiter da spielen. Danach, ich habe nach Bosnien zurückgegangen. Ja, ich habe in Bosnien erstmal in dritter Liga gespielt, danach in zweite, danach in vierte, danach wieder in dritter Liga. So, und 2018 bin ich hier nach Deutschland gekommen, wegen meiner Liebe, wegen Frau. Ja. Und erste Mannschaft hier war Hochlau und ich bin immer noch da. Hast du auch mal Angebote gehabt von höherklassigen Mannschaften, die dich gerne Ich hatte schon ein paar Angebote von Bezirksligisten, Landesliga auch. Aber meine Priorität ist Familie und Arbeit und Fußball, ich spiele nur für Spaß jetzt. Das macht es dir in Hochlau offensichtlich, sonst wäre es ja nicht da geblieben. Ne? Ja, bei Hochlau sind richtig gute Leute. Die Jungs, die hat mich richtig gut akzeptiert, geholfen auch. Und ja, ich bin da zufrieden. Wie waren aus der Mannschaft so die Reaktionen? War das auch so geteilt, dass die einen gesagt haben, ja, finde ich super, dass du das gemacht hast, dass du gesagt hast, es war kein Elfmeter? Ja, nach dem Spiel, die vier, weil ihr habt ja gewonnen immerhin, dann zwei Tore von dir. Ja, die hat mir alle gratuliert, so, ja, gute Aktion, sauber, aber ja, die zwei, drei Leute hat mir gesagt, ja, ich würde nicht so machen. Okay. Ja, jeder hat eigene Meinung. Ja, aber es ist gut, dass du das so gemacht hast. Also, ich glaube, dass, kannst du stolz auf sein, wenn man das macht. Also, da sind nicht viele Leute. Stefan, willst du das machen bei 0-0? Es kommt, glaube ich, immer viel drauf an. Also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, okay, ich habe jetzt selber eine Schwalbe gemacht und der Schiedsrichter würde jetzt pfeifen. Wobei, wenn ich eine Schwalbe mache, dann möchte ich eigentlich auch einen Elfmeter haben. Weil wenn der Schiedsrichter jetzt aufgrund irgendeiner Situation einen Elfmeter pfeift, der für mich persönlich keiner ist, dann würde ich es wahrscheinlich auch, würde ich sagen, es war nichts. Ne? Also es kommt halt immer drauf an. Ne? Also wenn man jetzt eine Mannschaft hat, die einen, weiß ich nicht, jetzt von oben bis unten durchbeleidigt oder irgendwie schlecht behandelt oder sonst was, dann würde ich vielleicht sogar sagen, okay, dann haben sie jetzt Pech gehabt, da ist Karma. Aber in der Regel würde ich es wahrscheinlich auch so machen, wie er es getan hat. Ja, ich finde es top, dass es solche Spiele es noch gibt. Ne? Es sind nicht viele Leute, die das, wie gesagt, machen werden. Ich glaube auch, es gibt vor allen Dingen wenige, die das so konsequent machen. Ne? Wenn Mirsad sagt, er verhält sich immer so. Also ich glaube, das können wenige Fußballer von sich sagen. Ne? Das sich immer so entscheiden. Ja, ich kenne ihn natürlich aus Hochler Zeit und habe ihn immer sehr geschätzt. Am Anfang an hat er Probleme mit seiner Sprache. Das habe ich heutzutage nach 21 Jahren in Deutschland auch noch immer. Manchmal 21 immer, Jahre bist du schon? 21 Jahre, ja. Ich bin schon 57, ne, also kein 30. Und habe ihm damals auch versucht, so viel möglich zu helfen. Also Spielverständnis hat mir nicht, aber er hat seine Tore gemacht und dann finde ich alles in Ordnung. Er hat das gemacht, wo er versteht. Und das waren seine Tore und hat sich gut eingelebt. Das freut mich sehr für dich. Letztes Jahr war 24, oder? 24 Stück, genau. 24 Stück. Mit der Lukas Matena damals, ne? Ja. Genau. Der jetzt bei Langenbochum spielt. Ja. Wie viel hast du bis jetzt mehr seit dieser Saison? Vier. Aber eine war so entweder eigene Tor, entweder eine Spieler hat. Keine Ahnung, Schiri hat meinen Namen geschrieben. Aber wir waren alle zusammen am Ball. Ja. Du hast vier gemacht, nicht so lieb sein. Vier Tore hast du gemacht. Genau. Okay, ja, wir wollen auch noch ein bisschen über die Ligen sprechen. Ne? Wir waren ja gerade schon bei der Spielvereinigung Erkenschwick in der Westfalenliga 1. Wie schätzt du den TuS 05 Sinsen ein aus unserem Verbreitungsgebiet? Ich glaube, die sind ganz gut gestartet in die Saison. Ich kenne ja Alexander Glembotzki, habe ich ja selber noch mit zusammengespielt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt so den Kader so gar nicht im Überblick. Ich glaube, die hatten ja auch einen relativ großen Umbruch. Ja. Ich sag mal so, ich freue mich, dass wir überhaupt ein Derby haben. Ja. Ist ja schon mal ein Vorteil. Und nicht jeden Sonntag 180 Kilometer durch halb NRW donnern müssen. Deswegen bin ich froh. Ich glaube, das sind, glaube ich, von Erkenschwick nach Sinsen, ich weiß nicht, 3,5 Kilometer so ungefähr. Da können wir mit dem Fahrrad hinfahren oder so. Freue mich auf jeden Fall auf die Spiele. So jetzt beurteilen kann ich noch nicht so wirklich viel dazu, weil ich es auch noch nicht gesehen habe. Ich glaube, wenn wir mal gegen die gespielt haben, dann könnte ich da mehr zu sagen. Aber ich glaube, die machen halt einen guten Job, gerade speziell nach so einem Umbruch, gut gestartet. Ich weiß nicht, was die Ambitionen sind. Ich denke mal,
irgendwie so im oberen Drittel irgendwo mitzuspielen. Und dafür tun sie sich jetzt gerade ganz gut mit. Ne? Was findest du von der Aktion von Gries? Mirko Ja. Gries, der ist damals, glaube ich, gegangen, als ich zur Spielvereinigung gekommen bin. Also er war, Ja. glaube ich, noch ein paar Wochen bei uns und dann ist er aber Ja. freiwillig gegangen. Ich weiß es gar nicht mehr. Deswegen, ich habe ihn so über die Jahre mal verfolgt, VfB Hüls und wo er überall gespielt hat, Ja, ich ja. meine mehr, Stefan, auf den Fakt, dass er jetzt bei TuS Zinsen weggeht, Ja. angeblich nach einer Kreisligamannschaft gehen sollte und jetzt auf einmal in eine Bezirksligamannschaft auftaucht. Diese Woche hat sich das, glaube ich, bestätigt, ne? Da, Genau. mit einer Zahlung, ne? Also vierstellig hört man in der Zeitung, habe ich das mitbekommen. Gut, wenn es so Ja. ist, dann das muss jeder Spieler für sich selber entscheiden. Ne? Also ich war nie jemand, der irgendwo auf Geld oder so geguckt hat. Also wenn ich für Geld Fußball gespielt hätte, dann wäre ich erstens nicht 7 Jahre bei der Ja. Spielvereinigung Eingeschwick geblieben und wäre zusätzlich nicht 5 Jahre beim TuS Haltern geblieben. Also das ist halt, das muss jeder Spieler für sich selber entscheiden. Wenn er meint, er geht jetzt für 5, 6, 7, 800 € mehr irgendwo anders hin, Ja. dann muss er das für sich entscheiden, ob er damit dann immer glücklich wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Vielleicht waren wir immer so erfolgreich, weil wir alle vielleicht nicht so viel Geld verdient Ja. haben, sondern eine Einheit waren und jeder da gespielt hat, weil er Bock darauf hatte, dort zu spielen und nicht, ja, ich kriege da 500 und da kriege ich Genau. mehr und Heutzutage kommen Spiele, die sagen, was kriege ich hier? Was so, bekomme ich hier? Das ist das das, Erste. Und ich sage ja. dann, da bist du reingekommen und dann kannst du da wieder rausgehen. Ist Und das auch ist manchmal die, da die erste Frage, ja. ne? Was zahlt ihr? Aber war das nicht immer so? Oder ist das jetzt speziell Ja, in den ich letzten weiß nicht. Jahren schlimmer Also, geworden? habe da natürlich in den Niederlanden damals gespielt und auch hochgespielt. Und ich bin damals zum Amateurverein gegangen. Und die Begründung, weil ich hochgespielt habe und in den niedrigen Verein gekommen bin, habe ich gesagt, da will ich dann bei euch haben, sonst komme ich nicht. Und ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland, ob das schon immer war oder ob das etwas von den letzten zig Jahren ist. Aber man merkt das von Kreisliga wahrscheinlich bis regional, ja, regional ist ja natürlich klar, aber Oberliga, dass die Spieler fördern Geld, Geld, Geld. Dass sie für Geld Vereine wechseln in der Winterpause und solche Dinge. Also Vereinsliebe, so wie man das sagt, hier bei diesen beiden Leuten sieht, sieht man, glaube ich, weniger. Ja, das liegt, glaube ich, immer an bestimmten. Also ich glaube schon, dass es vor 10, 15, 20 Jahren auch schon so war. Vielleicht nicht ganz so extrem wie jetzt. Aber es gibt halt immer wieder Vereine zwischendurch, die dann irgendwie den Markt kaputt machen. Das immer, egal ob es jetzt in der Oberliga ist, ob es in der Kreisliga ist, es gibt immer irgendwo einen Verein, der auf einmal irgendwoher Ja, Geld gut, der hat. TSV. So, TSV Malhöse ist, glaube ich, ein sehr, sehr Ja. gutes Beispiel dafür. Jetzt am Ende des Tages sieht man, was mit dem Verein passiert ist. Ne? Das sollte halt vielen eigentlich eine Lehre sein, aber es gibt halt immer wieder Vereine, die halt dann so handhaben und die machen halt den Markt kaputt, weil da gehen dann Spieler hin, die würden woanders vielleicht eine Liga tiefer, weiß ich nicht, 50 € verdienen und die kriegen da auf einmal 500. So. Ja. Und dann denken die halt, das wäre überall normal. Also auch in der Kreisliga wäre es normal, dass man 300 € im Monat verdient. Also in Erkenschwick haben bei uns Leute für 150 € Oberliga gespielt. Da höre Das ich ist manche Wahnsinn, Leute, die ja. sagen, dafür würde ich mir eine Kreisliga nicht mehr die Schuhe Ja, anziehen. ja. Und da stelle ich mir dann halt die Frage, was macht das dann für einen Sinn? Ne? Also dann, ja. Das Problem, liegt das nicht vielleicht auf beiden Seiten, einmal bei den Leuten, die bereit sind, so viel Geld zu geben, ne? Und dann ist ja auch eine Frage, wie der Verein damit umgeht, ne? Er könnte ja auch sagen, nein, danke, wir nehmen lieber, wir bauen auf viele Förderer, die uns unterstützen, vielleicht auch nicht alle mit so einer großen Summe. Das ist ja auch häufig das Problem, ne? Dass einer kommt und richtig Geld Ja. reintut. Und wenn er sagt, ich habe keine Lust mehr und geht zum Nachbarn, Ja. dann ist der Verein platt, ne? Der Verein ist dann weg, ja. Haben die eine gute Jugendarbeit, ne? Guck, VfB Waltrop, Jugendarbeit, TSV Mölln, Jugendarbeit. Ja, die Nummer 1 Adresse ist TuS Haltern, ne? Mit ihrer Jugendarbeit. Das kann man sagen, die wirtschaften da sehr gut. Und da ist auch ein Plan dahinter, ne? Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Vereine planlos, die wollen, ja, wir wollen oben spielen, sagen die alle. Aber einen richtigen Plan dahinter steckt nicht. Ja, Sponsor holen und dann Spiele verkaufen. Sonst nicht. Aber wir kommen wieder zu weit weg von unseren Ligen. Genau. Gehen wir eine Klasse tiefer. Da haben wir in der Landesliga Blau-Weiß Langen Bochum. Henry, wie schätzt du Ja. das ein? Ja, Nasser, 3 Spiele, 3 Punkte. Ja, du weißt, 3 Spiele kannst du auch 9 Punkte haben, wenn du oben mitspielst. Also ich glaube, dass Nasser wieder so ein Jahr kriegt. Unter dem Mittelfeld, hoffentlich falsch, dass er mal unter die ersten 5, 6 kommt, aber es wird wieder schwierig. Dann sprechen wir noch mal kurz über die Bezirksliga 14, Henry. Da hat Vestia Disteln zuletzt auf sich aufmerksam gemacht. 7:0 gegen Westfalia Gelsenkirchen. Das sieht gut aus im Moment. Ja, da bin ich deine Meinung. Nur ich glaube, die haben den guten Stürmer da, den Philipp Müller. Ich glaube, der hat 4 gemacht. 4 Stück wieder, Ja. ja. Den kleinen Stefan Oertere kann man ihn fast nehmen, ne? Weil der trifft auch ohne Ende, der Junge.
Und sonst ist das eine sehr, sehr junge Mannschaft, ne, mit Jörg Breske da natürlich als Trainer da. Also ich schätze mal, dass das eine Momentaufnahme ist und die sollen das so lange wie möglich genießen da oben. Aber das ist nicht, glaube ich, das Endstadium, wo die enden werden. Ich denke mal, irgendwo Mittelfeld wäre angemessen bei denen, mit der jungen Mannschaft. Du denkst also, dass Dülm, Rennfort, FC Mal, so dass ja, die üblichen Verdächtigen, sag ich mal. Ja, da. FC Mal muss sogar. Ne? Ich kenne viele Leute natürlich da, die sind verpflichtet, da oben mitzuspielen. Ob die aufsteigen müssen, das glaube ich nicht, weil das ist DSG Dumme, der großen Namen da. Aber die müssen oben auf jeden Fall mit dranbleiben. Und das werden die auch, bin ich von überzeugt. Okay. Bei euch in der Kreisliga A1, wie sieht es da aus? Ja, gut. Ihr seid oben mit dabei jetzt. Ja, wir sind dank der drei Punkte vom Sinsen. Also mit die geschenkten Punkte von Sinsen dabei. Ja. Also sind wir jetzt in der Spitze dabei. Aber mit in aller Ernst, wir sind natürlich kein Meisterschaftskandidat, ne? Weil das ist für mich Galen. Also Galen marschiert ohne Ende. Mhm. Und am kommenden Sonntag ist sogar das Spiel Galen gegen Blau-Weiß-Wulfen, der heimliche Favorit Wulfen. Aber ist jetzt die letzte Chance für Wulfen schon, um dran zu bleiben? Ja, bei Verlust ist das weg. Die haben jetzt im Moment einen Punkt und dann sind schon 11 Punkte Rückstand bei Verlust. Also kann man das ja vergessen. Da kann der Wulf noch ein bisschen Freundschaft spielen bis nächstes Jahr und dann nochmal wieder erneut versuchen, der fünfte oder sechste Versuch. Okay. Ja. Dann gibt es noch die Kreisliga A2, unter anderem mit dem SV Hochland, mit deinem Verein, Mirsad. Ja, wir wollten immer oben mitspielen. Mhm. Ja, aber dieses Jahr wird schwer. Gibt es einen großen Favoriten, ne? Ja, der FC 96. FC 96er, die sind richtig stark. Danach Flassheim. Dann wir können auch mitspielen. Mhm. Ja, gucken wir. In dieser Saison kann jeder siegen. Okay. Also ihr könnt auch Flasheim oder 96 mal einen guten Tag ärgern? Ja, okay. Ich glaube, in der 96 gibt es einen ganz guten Stürmer, den du auch ganz gut kennst, Stefan. Ja, ich glaube, Dejan Petrovic kennt im Kreis Recklinghausen schon der ein oder andere und wer in zwei Spielen, ich sehe das in seinen Instagram-Stories, wenn er sonntags dann immer postet, wie viele Tore er geschossen hat. Und brauchst gar nicht bei Fußball.de gucken. Brauche ich gar nicht bei Fußball.de gucken, nee, wenn ich dann sehe, dass er in zwei Spielen 9 Tore schießt. Ich meine, das ist natürlich dann schon eine Kragenweite für so eine Liga und ich glaube, da wird es halt nicht darum gehen, kann man ein Tor schießen gegen FC, sondern kann man eins mehr schießen wie Dejan Petrovic in dem Spiel. Ne? Deswegen, da geht es, glaube ich, drum. Ne? Ja. Okay. Ja, dann haben wir noch einen Geheimtipp. Habt ihr Sonntagsspiel? Ja, ne? Ja. Ich wollte sagen, weil in der Kreisklasse B3, Westerholt, SV Westerholt, gegen Langenbochum 2, Derby. 9 Punkte, Langenbochum 2 und Westerholt 2 Spiele. 6 Punkte, aber die haben noch ein Spiel, wo die mit 2-0 führen. Okay. Das muss noch gewertet werden, diese Strafkommission. Mhm. Und kann man sagen, Derby und gleich definitiv Platz 1 in Sicht. Interessantes Spiel, könnte man sich anschauen. Ja. Ist auch eine Kreisklasse B3-Mannschaft und vielleicht schaffen die es mal, dass sie in unsere Liga spielen. Ja, der Kreisliga oder vielleicht sogar noch höher. Man wünscht, der Christos Wojcinecki ist das. Der ist 9 Jahre schon dabei und so Mann gönnt man dann mal den Aufstieg. Natürlich. Klar. Obwohl es schwierig wird, ne? Bei Herten spielt er auch noch, ne? Der SC Herten mit einer sehr starken Mannschaft dieses Jahr. Ja, die haben auch ein paar gute Spieler, glaube ich, da drin, ne? Und wird natürlich schwierig.